Wir haben immer gesagt, dass wir Zeit und Geduld auch brauchen, aber dass es auch für uns ganz, ganz wichtig ist, wie wir auftreten, die Art und Weise, ob wir ja eine Weiterentwicklung auch sehen. Das war natürlich erschwerte Bedingungen, dadurch, dass wir viele verletzte Spieler immer wieder hatten, immer wieder in neuen Formationen auch spielen mussten, aber ja, natürlich dann auch gestern speziell die erste Halbzeit dann auch sehr ernüchternd war und wir dann insgesamt zum Entschluss gekommen sind, dass wir dort eben nicht mehr die neuen Impulse geben können, um den optimalen Erfolg für den Verein zu gewährleisten und uns dann entschlossen, uns von Viktor Skripnik, unseren beiden Co-Trainern, erstmal zu trennen. War auch tatsächlich so, dass wir auf der Busfahrt dann nochmal über die Situation gesprochen haben und ich eben auch mein Gefühl ihm mitgeteilt habe und ja, wir dann ja erstmal zur Entscheidung gekommen sind, dass wir Viktor freistellen und dass Viktor zur Entscheidung gekommen ist, sich auch direkt gestern nach Rückkehr hier in Bremen von der Mannschaft auch verabschieden möchte. Er es gestern eben in der Nacht noch getan hat. Und ja, nochmal, er war definitiv enttäuscht. Andererseits hat er es sehr, sehr gut, sehr professionell aufgenommen.